Moin, moin und herzlich willkommen zu einem React zusammen mit Zellos. Guten Tag, wie geht es dir, Zellos? Guten Tag. Ich sehe den Kerl und bin sehr verwirrt, aber sonst geht es mir ganz gut, ja. Ich musste das unbedingt reacten, weil ich habe vorgestern in einem anderen Stream diese Sendung hier kennengelernt, die Ach Gottchen, okay. 1994 und 95 lief. Eine Zeit, in der ich nicht so wirklich Fernsehen geguckt habe, weil ich noch zu klein war und auch noch nicht gezockt habe. Deswegen ist die Serie an mir vorbeigegangen. Ich habe allerdings so einen Fremdschämenfaktor gehabt, dass ich mir eine andere komplette Folge angeguckt habe und dachte mir, das wäre Okay. perfekt zum Reacten und hol mir jetzt diese Folge hier blind und Zellos dazu. Hallo Zellos. Ah, verrückt. Hey, servus. Ja, Sagt dir bin ich. Games World was? Sehe ich mir gar nichts. Ich glaube, wann war das ausgestrahlt? 94, 95 ungefähr. 94? Nee, da war ich noch. Meine Game Reviews bestanden aus dem, was ich so gezockt habe auf dem Game Boy. Mehr ging da nicht. Also, ja, nee, habe ich nicht geguckt, tatsächlich. Ja, dann noch ein kurzer Satz und dann würde ich direkt starten. Das Ganze lief immer, so wie ich rausgefunden habe, Sonntagmorgens auf Sat.1. Morgens, okay. Morgens habe ich mir am Sonntag Mega Man reingezogen oder DuckTales Ja, oder Zellos, Duckling du warst Duck oder dumm. Diese sowas. Serie war viel besser. Ich Ja, starte jetzt okay, mal. hast Ich recht. würde sagen, also normalerweise mache ich bei React so, dass ich zwischendurch unterbreche. Ich würde es jetzt einfach laufen lassen, weil kann man sich auch, glaube ich, Ja. so ganz gut bei unterhalten bei der Sendung. Und ich starte in 3, 2, 1, go. Ja, man beachte diese wunderschöne Kleidung dieses anmutigen Moderators. Ich finde die Kameraführung erstmal zum Brechen. Ja. Sind halt 90er, ne? Oh Gott. Oh mein Gott, das schreit nach 90ern. Achso, die Serie besteht im Prinzip darum, dass immer Kinder da antreten, gegeneinander in Videospielen und die können dann was gewinnen. Also so grob zusammengefasst. Ah, okay, du hast mir nur erzählt, dass es da um irgendwie eine Videospielshow ging und ich habe mich jetzt an der Stelle gefragt, das ist sowas wie Hugo oder was ist das? Hugo war dagegen Premium-Content. Dagegen war das Premium, ja. Da hast du recht, wie immer, mein Spieleexperte. Was hat er denn da? Diese Brille, ne? Das ist auch so. Ja, stell dich mal gleich hier hin. Sag mal, Melanie, du glaubst, dass Roy Black und Elvis leben? Gott, Melanie ist das. Wo kommt Melanie her? Ja, wirklich? Ja, klar. Aus der Das kommt. Vergangenheit. Alter, aus der richtigen Vergangenheit, Alter. Bitte sitzen. Roy Black lebt, so hat er noch nie gehört, fürchterlich, ja? Sag mal, du willst mich Bitte bleib verarschen. schon. Ja, wie meinst du denn? Geht das Damit Thema aus? war's dann. Also der Japaner, also ich weiß es nicht, ich kenne die Sendung nicht, aber der Japaner ist aufgrund seiner ethnischen Ja, sag Herkunft für mich mal, direkt wo ist Favorit die auf den Technik? Titel. Ja, das ist verständlich. Diese Folge. Gute. So, gibt's da Markennamen? Willst du nicht nennen, ne? Setzen. Mann, Oh, ihr dieser Bürger, ja, schlechte vom Trash-Talk, ey. Allerschlimmsten wie immer noch. Ja, sind Dieser Sie schon mal schlechte, ja, und angemeldet? vor allen Dingen, die Hallöchen, wollen mal kurz was zu hey, sich ich sagen und sage so, und dann nur, war es vorbei. Ja. Sir, bist du meine ersten beiden Kandidaten, denn wir spielen Smash Tennis und Oh, Smash Tennis, Zellos. Smash Tennis? Das wird der Japaner bestimmt gewinnen. Die Balljungen, die hängen Ja irgendwo gut, der in kann den schon mal Seilen besser und sammeln die smashen, vielleicht Bälle kann er auch auf. Tennis. Bälle auf. Ja. Wollen mal sehen, wer denn besser spielt. Und du darfst das Spiel freigeben. Ich sage nur noch Time, Also ich finde Robinson. diesen rechten Your Time Moderator gar nicht so goes. nervig, aber Das der linke geht mir auf den Sack. Spiel Den linken finde ich merkwürdig, ja. Und er ist diesen Hebel immer drückt. Der rechts hat wenigstens ein schönes Kostüm. Ja. Oh, Und wo ist Zellos. die Melanie? Und auch der Tank schon leer. Was soll das für ein Spiel sein, bitteschön? Das habe ich noch im Leben nicht Smash gesehen. Tennis. Das hat doch irgendeiner mal kurz programmiert, so 20 Minuten vor der Sendung. Nee, das ist ja aus den 90ern. Damals hat man sowas ein Jahr lang produziert. Ach so, okay. Ich weiß jetzt Ja, nicht, da bin ich mal wer ist. gespannt. Es Gut, ist letztlich auch egal. ich glaube, die Moderatoren wissen das selber nicht. Und die Frau führt Melanie. Oh, Melanie! Oh, Melanie! Oh, jetzt gleich Stand, schade. Ich würde mal gerne wissen, für was für eine Konsole das Spiel ist. Aber. Sieht nach Sega aus, ein bisschen Ja, aus das von der ist nicht Farbe, von den Nintendo, Formen ne? her. Nee, das sieht ziemlich Sega-mäßig aus. Ja, wie das? Melanie! Männer, Melanie! die einen heißt Hell und Horse. Alter, ich muss jetzt mal gucken. Nee, ist Namco tatsächlich. Stand Okay. gerade. Stimmt, du kannst ja währenddessen gucken. Bei mir ist halt schlecht, weil ich den Bildschirm aufnehme. Smash Tennis. Zum Teufel. Ich denke, du wirst auch nicht so viel verpassen vom Inhalt her. Aber Ja, ohne stimmt, Witz, ist Stellos, Namco. egal wie crappig die Sendung ist, hätte ich das gewusst, dass es sowas gibt als Kind. Ich hätte das hundertprozentig geguckt. Ja, klar. Wahrscheinlich wussten meine Eltern das auch und haben deswegen den Fernseher morgens Das ist tatsächlich Super eingesperrt. Nintendo. Krass. Hätte ich jetzt auch nicht Echt? erwartet. Ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre so ein Ding vom Sega Genesis oder so. Mhm. Krass. Auf jeden Fall ein qualitatives Topspiel. Ja. Hat er jetzt gewonnen? Anscheinend. Ah. Das Tanker verstanden und ich war kurz verwirrt.
Out. Arcelos, pass auf. Jetzt kommt ein Spezialeffekt dieser Sendung. Pass auf. Wird eingeschleimt? Was passiert? Wow, ne? Was? Was? Die haben schon damals in den 80ern und 90ern gewusst, wie man beamt? Ja. Warum weiß man das heutzutage nicht mehr? Sind wir die runtergegangen mit Zivilisation oder was? Das sind die nächsten Kandidaten. Mal gucken, wie die jetzt vorgestellt werden. Holger und Tarek, ja? Du hast als Traumberuf Berufssoldat angegeben? Ja. Wie kommst du auf das schmale Brett? Ekelhaft sowas. Du willst mal schießen, ne? Nur so ein bisschen. Das ist doch Videospiel viel angenehmer, oder? Ja. Dann mal setzen, schneller. Wie dumm. Ja. Weißt du, dass du da studieren musst? Ja. Ein langwieriges... Was will die werden? Ja. Und was willst du machen? Ja. Willst du dich lieber immer spielen? Nein. Nein? Du willst wirklich studieren? Ja. Sehr anständig, setzen. Ein angenehmer Zeitgenosse. Das der ist mir sehr gesprächig. Und was spielen wir jetzt? Haha, du willst das glauben? Weltraummäuse. Weltraumrennen mit ganz komischen Motorrädern. Ja, eben. Aber das Kostüm von ihm feiere ich wenigstens von dem Rechten. Das finde ich irgendwie. Das hat was. Das ist nice. Als ich die Folge gestern Abend gesehen habe, war er als Gärtner verkleidet. Ich glaube, das sind auch die einzigen beiden Folgen, die man sich auf YouTube angucken kann. Okay. Oh, dass er immer diesen Hebel drückt, das macht mich wütend. Das triggert dich ins Geheim. Oh, das Spiel kenne ich sogar. Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Her. Oh, Tarek, du haust. Oh, Tarek, was ist mit dir mit deinem Motorrad? Alle, beweg dich. Oh, der Tarek ist richtig scheiße. Ja. Was macht er denn? Der dreht sich im Kreis die ganze Zeit. Jetzt hat er gecheckt, wie die Steuerung geht. Und ist zu früh abgebogen. Oh, Tarek. Holger. Was macht der da unten denn die ganze Zeit? Ja, der dreht sich in meinem Kreis. Ach, war das nicht diese Mousebiker oder was das war? Da gab es so eine Trickfilmserie tatsächlich. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt. Jedenfalls kommt mir das Spiel bekannt vor. Aber guck mal, der muss doch nur geradeaus fahren in vier Richtungen. Ja, ich bin sogar sicher, du musst tatsächlich nur A gedrückt halten und dann gehst du von selbst, gehst du kerzengerade die ganze Zeit. Eine sehr anstrengende Strecke. Aber Billy, diese Sendung wurde die in Deutschland aufgezeichnet oder nur vertont? Weißt du das? Ach, du meinst, ob das nachsynchronisiert ist oder ob das auch in... Nee, das ist original in Deutschland produziert. Gittigitz! Ja, als Kind hätte ich das geguckt wahrscheinlich, aber damals kam es schon nicht mehr. Es hätte es ein bisschen besser gemacht, wenn es an der Stelle nur nachvertont wäre, aber wenn das original deutsch produziert ist, dann denke ich mir, oh je, das spricht nicht für Deutschland. Nee. Ganz klar, Holger ist eine Runde weiter. Für den Tarek hat's nicht gut gemacht, Holger. Berufssoldat, let's go. Ja, aber der will Soldat werden. Das macht ihn sehr unsympathisch, finde ich. Das ist für dich. Ja, das stimmt. Und jetzt weißt du ja, was passiert. Du siehst mein Schloss nie wieder, denn dich bin ich. Guck mal, der kriegt was geschenkt und die Frau von eben dich. Wie, warte, was? Der hat was geschenkt bekommen? Ja. Ich finde die Klamotten der Leute auch so geil. Kann er eigentlich nicht ganz normal den Hebel betätigen? Nicht so, als würde er gerade einen Handjob verteilen? Nein, kann er nicht. Was mich auch triggert, das ist so ein bisschen dieses, er zieht den Hebel runter. Ne? Wenn du bei Science Fiction, wenn du jemanden beamen willst, dann drückst du nicht hoch und runter und hoch und runter. Ich glaube, dem Typ tut das nicht gut. Nee. Ibrahim und Benjamin. Ah, Ibrahim. Ibrahim, du hast mal free geclimbed? Ja? Der ist viel älter als alle anderen, oder? Ja, ziemlich kräftig. Das sieht aus wie Ende. So kurz vor 20. Ja, und was steht hier bei Benjamin? Ja, aber er stand auf die Mütze. Ja, so Airwolf-mäßig meinst du, ja? Ne? Weißt du, dass es ganz schön teuer ist, so ein Hubschrauber-Pilotenschein? Mächtig teuer. Hat dein Papa viel Geld? Na, es geht. Es geht, ja? Ja, da mal schnell setzen. Die sind ja niedlich, die Würmer. Diese Gespräche, da kann er auch gar nicht mit denen reden. Ich weiß auch gar nicht. Der Typ ist irgendwie so unempathisch wirklich. Ja. Oder das ist einfach so, wie soll oder ich sagen? Oder das ist seine Rolle irgendwie, dass er das Arschloch seine sein soll. Rolle, ja. Ich weiß nicht. Ich meine, er hat ja das Schloss und die Kinder gehen in sein Schloss und er will sie ja loswerden, so gesehen. Als Elternteil würde ich mich getriggert fühlen, irgendwie, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen, wenn das so unempathisch wäre. Gleich drückt er wieder den Hebel nach unten, das triggert mich immer. Pass auf. Jetzt. Oh! Und diese Stühle, auf denen die da sitzen. Oh, was spielt die denn jetzt? Also sieht ein bisschen aus wie so Streets of Rage oder so. Ja, davon gab es früher ganz viele Spiele.
Anfang der 90er bis Mitte der 90er. Ah, wo wir beide noch nicht so wirklich Videospiele gespielt haben. Bei mir ist ja erst so ab, ja, wann habe ich angefangen? So ab 96 oder so, glaube ich. Was mich jetzt aber verwirrt, das wirkt eigentlich eher wie ein Koop-Spiel. Wie sollte das eigentlich gegeneinander das Spiel? Ja, das kann ich dir sagen, weil ich ja gestern die eine Folge gesehen habe. Da geht es nur darum, wer die meisten Punkte macht. Ach Gott, natürlich. Ja, sicher. Das heißt, wer also weiter vorne ist oder den schnelleren Charakter hat, hat gewonnen. Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst ja einfach nur an der Stelle die ganze Zeit die Drops von dem anderen abstauben. Das ja, richtig. Wo ist da das Können? Wo ist da die Heraus... Okay. Wir sollten das nicht zu ernst nehmen. Oh, jetzt hat er da die fette Mech-Suit. Guck mal, der andere hat den Mech und... Oh Gott. Ah, das Spiel kenne ich nicht, aber gut, davon gab es auch früher so viele Spiele von... Da gab es auch so viele zu der Art, ja. Ja. Ja, guck mal hier, zweiter Spieler, da räumt der hier komplett ab, der macht ihn komplett fertig, Alter. Vielleicht haben wir ja mal Glück und die spielen sogar Mario Kart oder was richtig Geiles gegeneinander. Mal was Cooleres, ja. Ach, sowas hier finde ich ziemlich sinnlos im Versus zu spielen. Ich weiß das auch Tennis nicht, war ja, eigentlich ganz okay, aber... Das Tennis fand ich okay, ja, das Tennis war okay und selbst dieses Racing Game, das von vorhin, das habe ich jetzt auch irgendwie ganz okay gefunden, aber... Das ist jetzt irgendwie ein bisschen sinnbefreit. Ein bisschen sinnbefreit, ein Koop-Spiel als Wettbewerb zu machen. Wer mehr Punkte kriegt. Nein, Ibrahim ist draußen. Nein, Ibrahim! Oh, da klebt sogar das Spinnennetz an dir, ja? Zeig mal kurz. Typisches Verlierergesicht, hier gibt's so ein Geschenk. Ja? Guck, der kriegt auch was geschenkt. Also, genauso würde ich das creepy finden als Ibrahim und B-Man, als Elternteil von B-Man, B-Man. Ja, die alte Hoch runter, hoch runter, hoch runter, hoch runter. Von 94, hast du gesehen? Ja, ich hab gesehen. Yeah, ist der cool! Und wir haben auf jeden Fall diese herrliche CD gewonnen und hier haben wir sie. Da wäre Benjamin, er hat die CD auf jeden Fall sicher. Also. Holger auch. Holger! Und dann beginnt jetzt hier im Viertelfinale. Und was spielen wir denn da, Norman? Mein Gott, bist du Banane. Oh. Ist das schlecht? Hi, Fernando. Ich hab dir gerade schon gesagt, erzähl doch mal unseren lieben Freunden, was wir jetzt spielen. Donkey Kong Country. Oh, geil! Ja, geil, Alter! Danke, Junge! Was Geiles. Endlich mal was Gutes! Ja, Mann, aber wie wollen die das als Wettbewerb hoffentlich machen? Nicht, wer die Punkte holt. Ja, das ist wieder Quatsch. Wir können ja mal, die werden uns das bestimmt erzählen. Yo, Sat1 Kippy, let's go! Das Spiel startet. Wahrscheinlich nach Zeit, ne? Los. Ah, wer in. Ja, okay, jeder eine nach dem anderen. Das finde ich okay. Oh nee, oh, das ist ein ganz schlechter Start, Kollege. Das geht gar nicht. Oder die meisten Bananen kriegt. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Da, jetzt freut er sich und holt noch ein paar Bananen raus. Hä? Wer gewinnt denn da jetzt? David hat die meisten Bananen hat am Ende. Was? 15 Sekunden? Ja, da muss man das Spiel doch nur auswendig kennen. Ja, wenn du das Spiel auswendig kennst, dann macht wie das dumm. Spiel natürlich nichts. Außer die wissen, was, woher die Spiele. Ist das Country 1 oder 2? 1, 2 ist 1, das ist 1. Ja. Okay, also es ging um die Bananen. Okay, Hauptsache wenig Sendezeit, 15 Sekunden. Wenn ich mir das aber so an der Stelle wirklich überlege, hey, das ist aber auch, wenn du dieses Spiel auswendig kennst und weißt, wo du klopfen musst für die Bananen, ist so ein Quatsch. Oh, er drückt wieder den Hebel. Wenigstens. Oh, coole VHS-Effekte. Ach, diese Überschalteffekte, furchtbar. Was mich mal interessieren würde, dieser Tan Nut Nguyen, ist das irgendwie eine bekannte Person? Kannst du das mal googeln? Okay, schauen wir. T-H-A-N-H-N-H-U-T N-G-U. Schau mal, wer das ist. Weil sonst würde das ja nicht so im Titel drin stehen. Ich finde eine sehr hübsche Frau, die heißt Tan Nut Nguyen. Aber ich finde den Typ nicht. Vielleicht ist er jetzt eine Frau. Wer weiß. Das wäre gar nicht verwerflich. Ja, wäre die bessere Entscheidung tatsächlich, würde ich sagen. Das finde ich nicht so. Oh, das ist eine seltene Frau tatsächlich. Nee, ich finde nicht spontan. Okay. Ich finde sehr viele hübsche Frauen Tan Nut Nguyen. Mal auf Facebook mal suchen. Kannst du schon mal Platz tauschen mit dem Benjamin? Denn jetzt ist der Benjamin. Wie viel hatte der eben? Der ist jetzt 39? Hab ich aufgepasst. Ja, nicht. Steht dir gut, Fernando. Klasse. Ich hab mich gerade mit der Tan Nut Nguyen beschäftigen müssen. Stimmt. Das Spiel startet. Oh, jetzt kommt wieder der Hebel, den der Barry so triggert. Ja, das triggert mich wirklich.
Und dieser Übergangseffekt auf das Spiel triggert mich auch. Vor allen Dingen, das Fiese ist ja, der Dritte weiß ja, wo die anderen die Bananen geholt haben. Ja, klar, natürlich. Okay, der scheint irgendwie nicht so geil zu sein in dem Spiel. Ich überlege mal gerade an der Stelle, was sind das überhaupt für Controller, die sie da benutzen? Sind das diese komischen 3-Kilo-Pad-Geräte oder was? Das sind diese Arcade-Sticks wahrscheinlich. Ah, ja gut, mit den Dinger kann ich auch nicht besonders gut spielen. Das muss ich dann auch an der Stelle anerkennen, wenn die gut spielen können, dann ja. Ist schon nicht schlecht. Oh, 31. Wow. Jetzt kommt das Halbfinale, Zellos. Kannst du das überhaupt fassen? Weißt du, Barry, was mich an der Sendung minimals triggert, es ist einerseits Spiele, die keinen Wettbewerbsfaktor haben, so zwangsmäßig zum Wettbewerb zu machen. Also sowas wie jetzt das Donkey Kong Country. In 15 Sekunden. Wir können ja auch mal 15-sekündiges Race machen, wenn die meisten Bananen sammeln. Oh, ich. Also so bewege ich mich auch, wenn ich beamen will. Aha. Das war typisch 80er, das ist so ein befreiter Übergang. Er ist aus den 90ern, das ist eine topmoderne Sendung. Oh, okay, Entschuldigung. Der schreibt an die Sat1 Postbox 55104 Mainz. Wollen wir da mal hinschreiben? Ja, schreiben wir nochmal hin, oder? 104 Mainz. Robby, hast du schön gemacht, du darfst dich setzen. Und ich werde jetzt enthüllen unseren Spiel. Ja, es hat seine Rolle, ich verstehe es. Okay. Oh, ich gehe dann doch lieber erstmal zu euch. Hallo, grüß dich, Holger und Tan. Cool, locker da. Unser neues Halbfinale. Einziges, was mich jetzt ein bisschen triggert, ist, glaube ich, das Kostüm zu den Jeans. Oder was trägt er da dazu? Sensationell gut. Wer von euch da gehört eine Stoffhose dazu, Kollege, oder irgendwas. Alter, was ist da los? Wenn du schon anfängst, dann musst du es auch zu Ende bringen. Gleichzeitig dieses Halbfinale, sondern hintereinander weg, jeder 45 Sekunden. 45 Sekunden. Und was müssen die machen? Ich würde das einfach mal sagen, dass der Vor allem, die sagen immer, wie lange die spielen, aber die sagen gar nicht, was man machen muss, um zu gewinnen. Ja! Halbfinale startet. Oh, dieser Hebel. Wozu ist der da, außer als Effekt? Was ist das denn? Das kennt doch nicht einmal ich. Sieht cool aus. Ah, wahrscheinlich die Punkte, ne? Wieder. Geht wahrscheinlich um, ja, Punkte bis des Levels. Das riecht auch typisch nach so Sega-mäßig, aber ich finde es. Ich kenne es auch nicht, das Game. Damals war das bestimmt grafisch sehr beeindruckend. Doch, tatsächlich würde ich auch sagen, ja. Und dann kam es irgendwann mal. Oh Star Gott, Fox. Diese Effekte. Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht gerade, ob das ein Effekt war oder die Videokassette, die kaputt geht. Ich glaube, das ist ein Effekt von dem Ding. Das ist eine Cutscene, Alter. Was willst du noch da ablaufen lassen, Alter? Das war eine Cutscene zwischen den Leveln, Alter. Das ist 3, 2, 1, oh, jetzt hat er keine Punkte mehr geholt am Ende. Ja, ist wieder der Soldat. Und jetzt habe ich es gerade gesehen. Die haben tatsächlich dieses, so ein großes Pad zum Spielen. So dieses, ja. Ich habe es für Nintendo gehabt, sowas. So ein 3-Kilo-Controller-Teil. Ja, aber das lohnt sich, glaube ich, nur für so Kampfspiele wirklich, ne? Für so Street Fighter Tekken oder so. Was ich überhaupt nicht gespielt habe. Ich habe Super Mario Bros. 3 gespielt mit so einem Ding und das war ein Albtraum. So schnell bin ich nicht auf einen normalen Steuerkreuz-Ding gewechselt. So lang nicht mehr. Aber Spiel für seine Zeit, für die 90er, ist okay, würde ich sagen. Ja, auch kompetitiv in 45 Sekunden. Lass mal racen. Ich mache einfach nur einen Screenshot von dem Ding und ich schieb das mal in Google rein. Mal gucken, was Google sagt. Was ich für Ach, kann man das machen? Geht das? Bestimmt. Ja, klar. Google hat inzwischen so eine starke Bilderkennung. Das ist Wahnsinn. Krass. Ich brauch den nur noch ein... du kannst bei Google Pictures mittlerweile ein Bild von einem Glied reinhalten und da sagt dir sogar, welcher Schauspieler das war und zu welcher Zeit. Krass. Ja. Oh, Holger. Oh, Holger. Schlechter Soldat. Buh. Den Gamesaver, da kannst du alles mit abspeichern und noch ein schönes Spiel. Vielen Dank. Oh, der Robby ist schon da. Du musst ja Gamesaver. Welche Konsole hat er da gekriegt? Keine Ahnung. Das ist so nichts sagen, irgendwie. Und bitte nur einmal runterdrücken. Alter, warum musst du dem Hero jedes Mal einen Headshot geben, Junge? Ich versteh's nicht. Okay, jetzt kommt das Finale.
bisher von den ganzen Charakteren in der Sendung finde ich den komischerweise mit der Zwischenkarte, mit dem 3, 4 und so weiter und mit seinem abgespaceden Alu-Outfit. Ja, pass auf, was jetzt kommt. Jetzt spielen die nämlich gegen einen Typen aus der Redaktion, der sich überhaupt nicht verkleidet hat. Und das gewinnt er. Wenn er gegen den gewinnt. Flugzeug? Ja, ein Flugzeug. Boah. Man Zocker ist, dann will man noch gar nicht in Urlaub fahren. Nee, eigentlich nicht, aber es erreichen teilweise nicht mal Erwachsene nach Gran Canaria mal geschwind zu fliegen hier. Oh. Jetzt ist es soweit. Jetzt wählt er per Zufallsgenerator seine. Ja, per Zufall. Guck dir mal den Zufallsgenerator an, der zufällig auswählt. Und hat da ein paar LEDs. Oh mein Gott, was ist das für ein Also der Goff-Typ gefällt mir mit Arschstand am besten. Der war in der Folge, die ich gesehen habe. Ja. Das ist doch Rikus früher, oder? Hä? Das ist doch der Rikus früher. Ja, ich kann dir sagen, wie gemacht. Das läuft, Zellos. Die suchen vorher vor der Show einen aus, der das Spiel kann. Der ja, übt das dann eine Woche und dann wird der zufällig ausgewählt, um gegen ein kleines Kind dieses Spiel zu spielen, damit er die Flugreise Alter, nicht gewinnt. Alter, ist der cool. Kursus, Alter. Ist das schlecht. Oh mein Gott. Glaubst du, das sind echte Goldketten oder nur vergoldet? Auf keinen Fall. Das kann sich seit 1 nicht leisten. Das stimmt. Was ist mit Sumo-Ring? Naja, mal gucken, was deine Konsole drauf hast. Mach ihn fertig, den kleinen Videowicht. Videowicht! Videowicht! Oh, ich habe ja schon schlechtere Ausdrücke gehört, aber Videowicht ist schon stark. Aber aufgepasst, er ist Meister des Taekwondo. Du hast allerdings dann einen Basketball, mit dem du ihm richtig schön auf die Locke hauen kannst. Mein größtes Problem jetzt ist an der Stelle, also wenn ich ein Elternteil wäre zu der Zeit und mit solchen Creeps, die den Leuten, die ins Studio. Vielleicht sind es auch coole Dudes so, außer ihrer Rolle und sowas. Aber so in der Rolle hier. Oh, ist das Street Fighter? Ja, nee. Nee. Das ist irgendwas ähnliches wie Street Fighter. Kim Kaffan gegen Lucky Glauber. Ich glaube, warte, wenn ich den Charakter mal suche. Wer ist denn da wer? Gute Frage. Wahrscheinlich ist das Kind der Rechte, weil der verliert. Kim Kaffan ist ein Charakter aus Fatal Fury, King of Fighters. Also da, wo der Terry herkommt bei Smash Bros. Der eine. Okay, der Erwachsene, der das wahrscheinlich trainiert hat, führt. Wer hätte es gedacht? Ja. Überhaupt nicht geschoben. Nein. Ja, einfach spammen, los! Spammen, ja, Projektil-Spam! Ja. Einfach Projektil-Spam und Springkick! Nein, nicht die Grabs! Oh, die Grabs sind überpowered bei solchen Dingern. Ja. So, oh, schade. Oh. Ah, dafür, dass es nur eine Woche geübt hat. Sieht knapp aus. Du musst ihn grabben. Grab macht den Vielleicht geht das in dem Spiel nicht. Das hat er schon gemacht, der Digge. Spätestens Garten, jetzt wäre man als Kind so nervös und man weiß, es geht um eine Urlaubsreise. King of Fighters. Den habe ich auch nie gespielt, aber sieht ich kenne es aus. So vom Hören, aber. Oder lädt Power auf. Oh. Jo, jetzt macht er gleich irgendeine Ulti als dramatischer Abschluss für diesen Kampf. Pass auf. Du hast ja sogar recht. Ich hab's gewusst. Ja, und es ist Big Bad Boy. Schade. Bullshit. Oh, gibt's vielleicht doch noch Punkte später? Keine Ahnung. Hm. Ja, ich will das Video nicht zu weit in die Länge ziehen, deswegen. Geile Sendung, ne? Barry, ich hätte gern noch eine Folge. Was ist da los? Ich will mehr davon. Wir können ja mal gucken, ob es noch. Eine Konsole geschenkt. Warte, kannst du zurückspulen und mal kurz zeigen, was für eine Konsole das war? Das sah aus wie Nintendo mit allem Möglichen dran. Ich möchte jetzt wissen, was für einen geilen Gewinn man da bekommen hat. Ja. Das interessiert mich gerade. Super Nintendo Super Game Boy.
Okay, ja, läuft. Ja, ist okay. Für die Zeit. Das ist gut Asche tatsächlich, ja, muss man sagen. Und jetzt wahrscheinlich noch mehr Asche. Ja. Ja, und mit diesem Fazit, sag mal noch einen Satz und dann würde ich das Video beenden, Zellos. Was für eine merkwürdige Show. Das schreit 90er und ich weiß nicht, ich find's creepy. Ich find's irgendwie creepy. Ich, wenn ich ein Elternteil wäre und ich müsste meine Kinder dort hinschicken oder meine Kinder hätten Bock damit zu machen, würde ich sagen, ah nee, Schatz, bitte mach was Gescheites. Mach von mir aus einem lokalen Gaming-Turnier mit oder sowas und gewinn mal von mir aus ein Kartenset oder sowas, aber nicht da, bitte. Nicht da, nee. Nee. Gut, dann machen wir das Video mal zu. Man sieht sich, hört sich. Irgendwann wird diese Serie ihr Comeback feiern. Ich glaube dran. Auf Wiedersehen. Games World. Noch nie gehört, wie gesagt, ganz komisch. Ja, ich gebe mir vielleicht eines Tages doch mal eine Folge, um einfach mal zu wissen, ob das genauso vom Niveau her sich so hält oder nicht. Ciao. Ciao, ciao.